An dieser Stelle geht es nun weiter mit einer Daytrading-Strategie hier im EMA 20 Reversal. Die Strategie hatte ich im letzten Jahr auch mal im Traders Magazin beschrieben. Das heißt an dieser Stelle wieder herzlich willkommen allen, die hier das Webinar gerne auch live begleiten. Fragen wie immer gern direkt im Chat. All diejenigen, die die Videos auch in der Aufzeichnung hier auf unserem YouTube-Kanal von Tickmill anschauen, ich lade Sie ein. Wohnen Sie ruhig, wenn Sie das mögen. Gerne auch dem einen oder anderen Live-Webinar hier bei uns auf Tickmill mit bei. Sie können sich auf GoToWebinar anmelden oder auch auf der Website von Tickmill beziehungsweise auf der Facebook-Seite von Tickmill direkt im Chat mit einloggen. Das heißt einfach hier die Website beziehungsweise die Facebook-Seite von Tickmill Deutsch liken und dann verpassen Sie hier auch überhaupt nichts. Wie schon gesagt, Fragen gern. Alle anderen Informationen auf der Website von Tickmill. Wir starten ins Webinar hinein mit dem Risikohinweis, den bitte ich hier auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Wir sprechen jetzt hier im aktuellen Webinar über das Thema einer kurzfristigen Handelsstrategie, Rücksetzer als Chance nutzen. Das EMA 20 Reversal geht hier in diesen Weg hinein, um uns ein gutes, sauberes Handelssignal zu geben. Und dem gehen wir auch nach. Wir werden dann auch noch eine Fachfrage zu diesem Thema klären. Die habe ich nämlich per E-Mail zugeschickt bekommen. Und das ist hier eine gute Möglichkeit, das Ganze auch mal etwas näher zu betrachten anhand eines praktischen Beispiels. Blicken wir hier rein mit der Frage: Rücksetzer als Chance zu nutzen. Wir haben hier an dieser Stelle immer wieder Märkte, wo wir Trends mit Phasen von hoher Stärke, von starker Dynamik haben. Und da stellt sich hier halt immer die Frage, oder das gibt dem Trader oder stellt den Trader häufig vor die Herausforderung: Wie steige ich denn ein? Wie sichere ich mich denn ab? Das heißt, gerade in diesen Situationen, wenn wir wirklich Märkte mit einer relativ hohen Dynamik haben, dann ist der optimale Einstieg entscheidend für ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Das heißt hier, wenn wir solche starken dynamischen Bewegungen sehen, dann hat man häufig diese sogenannten Fahnenstangen im Chart. Und ein Trade in so eine Fahnenstange hinein, ich persönlich mag es gar nicht, weil mir einfach das Risiko zu hoch ist, ich weiß nicht, wo ich mich da absichern soll. Das ist halt oft riskant, weil man nie weiß, wie weit der Markt noch läuft. Man kann Glück haben und der Markt läuft noch lange, lange nach oben. Man kann aber auch Pech haben und der Markt dreht direkt um. Das heißt, wer hier in so eine starke Fahnenstange reinkauft, der hat halt immer auch ein deutlich erhöhtes Risiko. Und das ist halt im Trading etwas, das man nicht unbedingt haben möchte. Man möchte im Trading ja die Dinge haben mit dem kleinen Risiko und der großen Chance. Das heißt, die Frage, die sich dem Trader oder der Traderin an dieser Stelle stellt, ist: Wie kann denn an dieser Trendstärke partizipiert werden? Die Lösung: Sie sollten als Händlerin und Händler in der Lage sein, die richtige Strategie anzuwickeln. Das heißt hier, wir entwickeln eine Strategie im Einstieg im Rücksetzer. Das heißt hier, die Strategie beispielsweise mit dem gleitenden Durchschnitt zu arbeiten und hier einen Rücksetzer zu nutzen. Das ist eine Möglichkeit, von diesen starken Trends zu partizipieren und trotzdem ein vernünftiges Absicherungslevel zu haben. Und hier haben wir halt, wenn wir diese richtige Strategie entwickelt haben, die Wahrscheinlichkeit beständiger Stärke hoch im Chart. Wir haben die Erwartung der Trendfortsetzung. Und das sind ja Dinge, wir wissen genau, wo wir uns absichern können. Wir haben die Wahrscheinlichkeit auf unserer Seite und wir haben die Erwartung, dass sich der Trend fortsetzt. Das sind ja alles die Dinge, die wir brauchen, um einen vernünftigen Trade zu planen und auch um vom Fortgang des laufenden Trends hier zu partizipieren. Schauen wir uns mal die Handelsstrategie mit dem EMA 20 an. Hier, Voraussetzung. Machen wir in zwei Punkten: einmal im Intraday, einmal im Trendhandel. Die Voraussetzung für den Intraday-Handel,
das ist ein Punkt, wo sich das gut macht, ist, dass wir eine Markteröffnung mit hoher Dynamik sehen. Na, hohe Dynamik, das sieht so aus, dass wir beispielsweise hier zur Markteröffnung im 5-Minuten-Chart 2 bis 3 sogenannte Full-Body-Candles in eine Richtung sehen. Das heißt, wir sehen hier 3 Kerzen stark nach oben laufen, Stück für Stück aneinandergereiht, eine starke Richtung. Das sind die hohen dynamischen Handelsstarts. Und diese dynamischen Bewegungen, die sind ein Zeichen für Stärke. Da ist Kaufdruck im Markt drin. Das ist das, was wir sehen wollen. Das ist ein Zeichen für wirkliche Stärke in der Handelseröffnung. Und genau an solchen starken Handelseröffnungen knüpfen sich oft die Erwartungen auf einen starken Tag. Und oft ist es auch so. Das heißt, wenn wir dieses Vorfeld schon mal da haben, dann ist es oft so, dass der Tag auch stark bleibt. Das muss nicht sein, das müssen wir als Traderinnen und Trader immer warten. Die Erwartungen können auch enttäuscht werden, aber sie sind da und oft ist das auch dann so. Und deswegen ist die Strategie so ausgerichtet, dass dieses Setup in Märkten, wo die Trendstärke bleibt, auch gut funktionieren kann. Wenn wir das Ganze mal auf Punkt oder auf Grundlage eines klassischen Charts, also unabhängig von der Intraday-Eröffnung auch anschauen, dann haben wir hier dann Situationen, wo wir im Chart, im Trendverlauf Bewegungen mit hoher Dynamik haben. Ja, das heißt, das ist ähnlich wie hier zur Markteröffnung. Wir haben hier im 5-Minuten-Chart wirklich auch dynamische Bewegung. Beispielsweise, das sehen wir auch sehr stark daran, dass wir im 5-Minuten-Chart auch hier wieder 2 bis 3 Full-Body-Candles in eine Richtung laufen haben. Und das zeigt uns die Stärke. Wir haben eine dynamische Bewegung, die hier ein Zeichen für die Trendstärke sind. Und wenn wir dann eine Korrektur haben, dann erwarten wir in der Strategie, dass sich diese Trendstärke auch fortsetzt. Wir arbeiten hier gleich auch noch mit einem Indikator zusammen, der uns dort in Zusammenarbeit das Gesamtsetup entsprechend auch liefern wird. Das heißt hier, schauen wir mal, wie denn so ein Setup funktioniert. Wir planen den Einstieg und zwar, das hatte ich ja vorhin auch angekündigt, in Zusammenarbeit mit dem EMA 20. Das ist hier der Richtungsgeber. Das heißt, steigt er an, dann gehen wir long, fällt er ab, dann gehen wir short. Warum? Naja, im Ansteigenden haben wir ja in der Regel einen Aufwärtstrend im Markt vorliegen. Bei einem Fallenden haben wir in der Regel einen Abwärtstrend vor uns liegen. Wenn das so nicht zusammenpasst, weg damit. Anderen Chart brauchen wir nicht. Das heißt hier Planung am EMA 20 als Richtung. Und dann gibt es noch die Verortung im Preis. Wenn der Preis über dem ansteigenden EMA 20 liegt, dann long traden, liegt der EMA 20 so, dass der Kurs darunter ist, dann eher short. Preisverortung spielt hier eine große, große Rolle. So, und jetzt kommt hier noch die Trendstärke hinzu. Ja, damit man da nicht raten muss, gibt es einen Index, das ist der ADX, der kann als Stärkeindex genutzt werden, der zeigt die Trendstärke an. Der wird hier im Standard benutzt, der ADX 14, der zeigt die Trendstärke an und Werte über 30 gelten hier im Allgemeinen als hohe Trendstärke. Und das ist ja genau das, was wir brauchen. Das ist die Voraussetzung für unsere Strategie. Also hier haben wir mal den Blick auf die Einzelwerte der Strategie. Und jetzt schauen wir uns im nächsten Gang einmal an, wie wir das Long Setup bzw. das Short Setup zusammenbauen. Hier der Blick in das Long Setup. Erstens, was brauchen wir zuerst? Wir haben es gerade gehört. Wir brauchen einen Tagesstart oder einen Aufwärtstrend mit einer sehr dynamischen Bewegung. Das heißt hier, wir sehen einen ansteigenden EMA 20 im 5-Minuten-Chart. Der Preis ist auch über dem EMA 20 notiert und der ADX hat einen Wert von über 30. Das ist das Erste. So, der Preis, wie schon gesagt, ist in seiner Bewegung über dem EMA 20 notiert und wir haben im Optimalfall auch ein ganzes Stückchen an Distanz zum EMA 20. Also wir kriechen nicht nur so leicht dran rum. Das ist dann etwas, das ist
In der Praxis wird man das dann merken. Etwas Distanz dazu ist schon gut, damit man auch ein bisschen Platz zum Rücklauf hat, den man dann nutzen kann, um wieder aufs Alte hoch zu traden. Und dann brauchen wir als dritten Punkt selbstverständlich einen Rücksetzer auf den MA20. Das ist dann sozusagen ein Zeichen für die Korrektur im laufenden Trend. Das heißt, hier gehen die Kurse dann zurück und berühren den MA20. Das heißt, die schneidende Kerze ist hier die Signalkerze und diese Kerze ist die Kerze, über die der Markt wieder steigen muss, damit unser Trade getriggert werden kann. Das heißt, hier in diesem Falle ist der Einstiegspunkt auf dem Kerzenhoch oder ganz leicht drüber, damit wir wirklich drüber laufen. Und dann geht es weiter. Jetzt haben wir den Einstieg gefunden. Jetzt geht es natürlich um die Frage, wo sichert man sich denn ab? Das braucht ja auch das feste Regelwerk. Den Stopp wird hier im klassischen Setup unter das Tief der Triggerkerze gelegt. Alternativ, diejenigen, die das Ganze diskretionär auch traden, das sogenannte Swing Low. Das heißt, wenn wir noch ein Stückel tiefer laufen, viel tiefer als die Triggerkerze, sollte es nicht gehen, das Low davon. Aber es kann immer sein, dass wir noch ein Stückchen drunter laufen. Dann wäre das hier eine Alternative, den Trade abzusichern. Als Ziel bietet sich hier entsprechend das Swing High an, beziehungsweise wenn am Swing High relativ nah noch weiter übergeordnete Hochs liegen, dann kann es sein, dass die Dynamik auch dort oben reinläuft. Das heißt, entweder man macht eine gestückelte Gewinnmitnahme für die Chance, dass man oben noch mehr mitnehmen kann, oder aber man sucht sich das Ganze bei flachen Korrekturen so aus, dass wir doch ein Stück weit höher laufen. Also das Ganze hier auch für den diskretionären Ansatz. So sieht das Ganze einmal im klassischen Chart aus. Hier ganz kurz und prägnant im Aufwärtstrend. Wir hatten hier hohe Dynamik. Wir haben schöne Anstiege gehabt hier an dieser Stelle und in diesem gleichen Lauf, in diesem schönen dynamischen Lauf nach oben. Das ist also hier jetzt nicht das Beispiel zur Tageseröffnung, sondern das wäre das Beispiel hier wirklich im Trendverlauf mit einer dynamischen Aufwärtsbewegung. Wir sehen hier an dieser Stelle, dass der ADX über dem Wert von 30 notiert. Das heißt, da sind die entsprechenden Parameter auch da. Die Dynamik ist da, die hohe Trendstärke ist da. Wir sind auch ein ganzes Stück vom MA20 entfernt, ne? Und je weiter man weggelaufen ist, je weiter läuft natürlich erst einmal die Korrektur nach unten. Hier haben wir die Triggerkerze und die Absicherung wäre eigentlich unter dem Tief der Triggerkerze. Aber wir sehen es hier, die Folgekerze ist noch mal ein kleines Stückchen tiefer gelaufen. Und das ist das, wo ich sage, der diskretionäre Händler ist halt hier in der Lage, das auch zu erkennen. Wenn das nicht zu weit weg ist, legt man den Stopp einfach ein Stück weit rüber. Ausstiegsplanung dann hier entsprechend das alte Hoch. Das heißt, das sind auch in der Regel keine Trades, die ewig und 3 Tage laufen, sondern hier an dieser Stelle relativ fix auch in den Gewinn reingehen. Wir sehen, hier oben gab es sogar noch den Spike oben drüber. Da ist die Dynamik dann da gewesen. So sieht das Ganze beispielsweise auch mal aus einem Trade-Setup heraus. Und das Ganze hier klassisch einfach unter dieser Strategie hier mit zu handeln und das Ganze auch mitzunehmen. Wichtig ist halt an dieser Stelle, der Stopp, der darf nie zu weit weg sein, weil wenn sich diese Distanz zu weit auseinander wegbewegt, dann hat man häufig zu schlechte Chance-Risikoverhältnisse. Das heißt, wenn hier das CRV mal umdreht oder andersrum die Trefferquote umdreht, dann kann es halt ziemlich schnell dazu kommen, dass man kein Geld mit dieser Strategie verdient. Und das ist halt schwierig. Das heißt, in der Erfahrung heraus macht es Sinn, wirklich das Ganze unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten darzuhalten. Wenn der Markt beispielsweise jetzt noch deutlich hier drunter gelaufen wäre, wäre das Gewinnmitnahmeziel ja trotzdem das Swing High gewesen. Das wäre hier oben gewesen. Nur die Absicherung wäre halt viel, viel, viel weiter weg gewesen. Und das hätte dann mit diesem klassischen Setup an dieser Stelle nichts mehr zu tun gehabt. Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, auf die Komponenten auch zu achten, dass man hier das Ganze gut miteinander kombiniert und sich auch fest an das Regelwerk hält. Jetzt haben wir den Long-Teil besprochen, folgt also an dieser Stelle das Short-Setup, weil das funktioniert natürlich auch mit nach unten. Im Short-Setup ist die Vorgehensweise genauso wie im Long-Setup, nur in die andere Richtung. Das heißt, Nummer 1, wir haben entweder einen sehr dynamischen Marktstart, der nach unten läuft, oder wir haben einen Abwärtstrend mit einer dynamischen Bewegung. Heißt hier, wir haben einen fallenden MA20
im 5-Minuten-Chart. Wir haben logischerweise den ADX14 wieder über 30 stehen. Der aktuelle Preis in der Bewegung notiert unter den MA20. Das ist das Zeichen, dass wir wirklich auch fallende Kurse haben. Und wir haben wieder etwas Distanz zum MA20, weil das brauchen wir ja dann im Endeffekt für das Thema Chance-Risiko-Verhältnis, dass wir auch ein Stück an Weg in die Bewegung mitnehmen können. Und der dritte Punkt ist auch hier wieder, wir brauchen den Rücksetzer auf den MA20. Die schneidende Kerze ist hier wieder die Signalkerze. Die Bewegungsfortsetzung ist dann sozusagen geschaffen, wenn der Kurs unter das entsprechende Kerzentief fällt. Der Einstiegspunkt wird also durch das Tief der Kerze vorgegeben. Dann geht es natürlich auch wieder um den Stopp. Der liegt hier etwas über dem Hoch oder am Hoch der Triggerkerze. Alternativ, wenn es nah beieinander liegt, das Swing High, was wir hier haben, mit dem Ziel, den Trade in Richtung des aktuellen Swing Lows mitzunehmen. Auch hier wieder die Alternative bei flachen Korrekturen oder wenn wir weitere Lows sehr, sehr nah beieinander liegen haben, dann kann man hier etwas zu erwartende Dynamik auch alternativ mit angehen. Heißt also hier, das Ganze mal im Bild gezeigt. Wir haben hier sehr, sehr schön einen nach unten laufenden Markt. Hier haben wir einen Chart mit der Markteröffnung. Das hier ist eine sehr, sehr dynamische Markteröffnung. Das sehen wir sehr, sehr stark. Der Markt kam direkt runter. Der lief durch hier Bewegung vor der Eröffnung. Hier zack nach unten. Wir sehen es hier im Tagesverlauf auch. Das ist der Abwärtstrend. Das ist die dynamische Bewegung nach unten hingegeben. Und dann kommt der Rücksetzer. Hier drüben haben wir es. Wir haben die hohe Trendstärke. Wir sehen, wie weit der ADX nach oben gelaufen ist. Wir haben hier die Triggerkerzen. Hier sehr schön. Diese Kerze hat das Triggersignal gegeben. Hier oben liegt der Stopp oben drüber. Hier, da war nicht viel mehr an Weitlauf. Deswegen hier den Stopp hin und dann mit der Kerze unten drunter Ziel, Swing, Low. Und hier haben wir es drüben auch erreicht. Also das Ganze einmal im Rücksetzer innerhalb eines Abwärtstrends. Das also mal das Signal auf die fallenden Kurse, die wir hier an dieser Stelle auch mit haben. Das Fazit zu dieser Strategie. Wir haben hier eine Strategie, die im kurzfristigen Intraday-Handel erfolgreich angewendet werden kann, weil sie halt einfache Komponenten. Man muss nicht lange überlegen, weil wir wissen ja, wenn es schnell gehen muss, hat man keine Zeit zum Überlegen. Aus diesem Grund die feste Strategie, fertig, aus. Und damit ist man schnell am Agieren und Schnelligkeit ist hier Trumpf. Und das zeichnet halt eine leicht und schnelle, einfache, anwendbare Strategie aus. Das MA20 Reversal heißt also hier auf den Punkt gebracht, es ist eine Strategie, die sich auszeichnet durch Einfachheit, durch leichte Anwendbarkeit und sie ist automatisiert oder auch diskretionär handelbar. Das also die Dinge, die wir hier im Punkt zusammengepackt haben und die dann entsprechend auch anwendbar ist. Und aus diesem Fazit heraus gehe ich gleich noch einmal in die Frage. Ich habe nämlich eine Fachfrage bekommen, die bezog sich auf den DAX vom 22. März. Der DAX befand sich da laut den Dingen, die wir im Bild sehen, das ist auch das 1:1 der Text, den ich hier zugeschickt bekommen habe, am 22.03. in einem starken Abwärtstrend. Also er war in einem Abwärtstrend, man hatte dynamische Bewegung, der ADX war über 30, die Reversal-Kerze berührte den MA20. Das war also das Setup, was der Trader mir hier zugeschickt hat. Dann waren die Fragen, der Kurs lief trendig über die MA20. Das ist jetzt etwas, da muss man wirklich auch drauf schauen, dass wirklich auch alles an Bedingungen erfüllt ist und das braucht natürlich auch etwas Erfahrung. Trotzdem traden, wenn der Kurs trendig über den MA20 läuft, das ist hier die Frage. Und der nächste Punkt, wohin in solchen Fällen denn mit der Absicherung? Weil das Schöne ist ja beim MA20 Reversal, man hat eine sehr, sehr enge Absicherung. Also entweder der Trade läuft schnell und zügig an oder man ist mit einem kleinen Verlust entsprechend raus. Hier mal das Ganze
im Chart, hier die Aufzeichnung. Das ist wirklich eins zu eins die Aufzeichnung. Und hier an dieser Stelle schauen wir uns das Setup an, ob wirklich das Ganze, was wir gebraucht haben, auch mit da ist. Und hier an dieser Stelle zeigen wird oder zeigt sich halt eines, was sehr, sehr wichtig ist. Das hier ist der ADX 14. Hier war die Triggerlinie bei 30. Hier sind wir in die dynamische Bewegung runtergelaufen. Das haben wir gesehen hier. Da sind wir schön hoch über die 30 gelaufen. Hier war die Triggerlinie. Das Signal hier oben drüber und dann den Markt nach unten zu traden. Da ist alles, ja, sag ich mal, in dem Falle auch in Ordnung gewesen. Aber der Markt wollte hier halt nicht tiefer. Und jetzt ist halt für den Trader die große Frage gewesen, was hätte er denn machen sollen? Der Trader hat hier entsprechend dann seinen Einstiegs-Stop auf das Trendhoch drüber gelegt. Fakt ist aber eins, die Signallage hier ist hier vorne vorhanden gewesen. Wir hatten hier auch das Hoch, das hat alles wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben hier nur gesehen, die Dynamik ging raus und der Markt wollte hier nicht weiter runter. Das heißt, das ist einer dieser Trades, der innerhalb von diesem Setup dann am Ende nicht mehr funktioniert hat. Warum hat er nicht mehr funktioniert? Er ist hier einfach nicht mehr stark gewesen. Wir sehen es hier unten, die Trendstärke ist komplett rausgegangen. Und das ist halt etwas, das braucht man als Händler. Man braucht die Trendstärke, weil wenn die rausgeht, hat man häufig diese Swings nach oben noch einmal, bevor der Markt dann vielleicht rumdreht. Ja, und das ist halt der Punkt. An dieser Stelle waren die klassischen Faktoren zum Einstieg hier an dieser Stelle im Trendverlauf auch noch erfüllt. Das heißt, hier ging es noch mal ordentlich nach unten, aber hier kam dann keine Dynamik mehr aus. Das mag auch der Zeit geschuldet gewesen sein. Wir wissen ja, die Haupthandelszeit für den DAX endet um 17:30 Uhr. Man kann ihn zwar deutlich länger handeln. Das heißt, wir haben jetzt hier auch einen durchlaufenden Markt, aber man muss halt wissen, wann das Geld auch am Markt aktiv ist, um das zu traden. Heißt also hier an dieser Stelle, hier waren die Bedingungen für das Setup noch erfüllt. Hier mit drüber gehen auf keinen Fall mehr. Das heißt, hier ist die Dynamik komplett rausgegangen. Das heißt, das MA20 Reversal wäre hier beendet gewesen. Aber der Markt lief dann trotzdem noch runter, nicht mehr im Setup, sondern eher im Punkt auf das Thema markttechnisches Trading. Hier aus der tiefen Korrektur heraus sind wir noch mit reingelaufen hier zum Swing Low, was wir unten hatten. Aber der Markt ist dann halt hier trendig nach oben gelaufen. Und das ist halt etwas, wenn man das hier sieht. Das funktioniert in häufigen Regeln nicht, weil hier muss Dynamik reinkommen und ein Aufwärtstrend, der sich untergeordnet gebildet hat, ist kein Zeichen mehr von starker Dynamik. Das heißt, was wir hier sehen, ist halt immer ganz klar, muss das Setup immer hundertprozentig übereinstimmen oder sehr, sehr nah an 100% sein. Das heißt, das Ursprungssetup hat gestimmt, das weitere Setup, das zweite, den Stopp zurückzuziehen und so weiter und so fort, das hat dann nicht mehr gestimmt. Vorsicht, wie ich das gesagt habe, ist hier immer gegeben, wenn sich Untertrends in Richtung oder in Gegenrichtung bilden. Das heißt, wenn der Markt sich dann über der MA20 befindet und trendet, wie wir es hier gesehen haben. Der Markt ist über die MA20 drüber gelaufen und sogar in einer trendigen Form. Das ist nichts für dieses Setup. Da fehlt die Dynamik. Das heißt hier, wenn wir nur Kerzen leicht über dem MA20 haben, dann ist das okay im Short-Bereich, aber wenn es drüber trendet, ist es schwierig. Und dann ist halt auch noch eins, und das ist das, was wir in diesem praktischen Zusammenhang auch regelmäßig sehen: Wenn wir keine Dynamik mehr reinkommen, wir einen leichten aufwärtstrendigen Markt bekommen und der ADX nachlässt, das spricht alles in Summe gegen dieses Setup. Da darf man dieses Setup entsprechend nicht mehr ansetzen. Das heißt, hier ist immer Vorsicht geboten. Das heißt nicht, dass man innerhalb dieses Trends in Richtung des Haupttrends nicht mehr traden kann. Aber für diese Strategie heißt es halt, machen wir besser nicht, weil die Strategieparameter nicht erfüllt sind. Der Computer würde das dann auch nicht mehr handeln. Das heißt hier, die Anwendung, Handel aus der Korrektur durch ein Umkehrmuster wäre in unserem Chart, den wir gerade gesehen haben, okay, aber das sind dann nicht mehr die Fakten der MA20 Reversal-Strategie. Das also zu dem fachlichen Punkt der fachlichen Frage für heute. Ich hoffe, es war interessant und hilft dem einen oder anderen, eine eigene Strategie erfolgreich umzusetzen. Ich danke ganz, ganz herzlich für die Zeit hier im Webinar, wünsche allen gute Trades und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.